Das Buch Gottes neutestamentliche Ökonomie von Witness Lee 1986 enthält die folgenden Kristalle. Einleitung. Die 44 Kapitel dieses Buches wurden aus 51 Botschaften zusammengestellt, die Bruder Witness Lee im Jahr 1984 in Stuttgart und in verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten gehalten hat. Bruder Lee sagte uns, dass in diesem Buch alles zusammengefasst sei, was der Herr uns in seinem Wiedererlangungswerk gezeigt hat, und dass das Schaubild auf den Seiten 12 und 13 den Extrakt und die endgültige Ernte dessen ausmacht, was sein 59-jähriges Studium des Neuen Testaments ergeben hat. Gottes Ökonomie ist Gottes Plan, und dieser Plan besteht darin, dass Gott sich in sein auserwähltes Volk hinein austeilt. Epheser 1 und Epheser 3. Im Buch der Offenbarung sehen wir, dass es nicht nur einen göttlichen Geist gibt, sondern sieben. Das nizäische Glaubensbekenntnis beinhaltet jedoch nicht die sieben Geister, da das Buch der Offenbarung zum Zeitpunkt, als das nizäische Glaubensbekenntnis 325 nach Christus aufgesetzt wurde, noch nicht offiziell anerkannt war. Das Buch der Offenbarung wurde offiziell 397 nach Christus auf dem Konzil zu Karthago anerkannt. Die sieben Geister werden im Buch der Offenbarung als die sieben Augen des Lammes offenbart. Offenbarung 5. Das Lamm ist unser Retter Christus und die sieben Geister sind der Geist Gottes. Die sieben Geister sind die Verstärkung, die Intensivierung des Dreieinen Gottes. Den Dreieinen Gott im Neuen Testament können wir mit drei Wörtern beschreiben, nämlich Verkörperung, Vollendung und Verstärkung. Siehe Schaubild, Seite 12 bis 13. Das Wort wurde Fleisch. Johannes 1, Vers 1. Das Wort ist die Definition Gottes und die Verkörperung Gottes. Unsere Gedanken sind abstrakt und unsichtbar. Fassen wir unsere Gedanken jedoch in Worte, so werden diese Worte zur Definition unserer Gedanken, zur Verkörperung unserer Gedanken. Wenn ich eine Stunde lang mit euch sprechen würde, wüsstet ihr, was ich denke, weil meine Gedanken in meinen Worten verkörpert sind. Dementsprechend verkörpert Christus den Vater. Christus wurde vom Vater und mit dem Vater gesandt. Der Strom ist im Kraftwerk und in unserem Haus. Genauso ist der Vater im Himmel, jedoch auch in Jesus auf der Erde. Jesus war kein Star, keine Berühmtheit. Schließlich hatte er nur 120 Freunde, vor allem ungebildete Fischer. Jesus tat kein großes Werk, doch er lebte ein Leben als Vorbild fürs Gemeindeleben. Gott schätzt nicht so sehr, was wir tun. Wichtig ist ihm viel mehr, wie viel von ihm in uns eingewirkt wurde. Die meisten Kinder wollen nicht mit dem Vater zusammenarbeiten, weil sie sich eingeschränkt fühlen und oft getadelt werden. Doch Jesus tat immer den Willen des Vaters. Wir haben schon gesagt, dass Christus Fleisch wurde und dass sich im Fleisch, jedoch nicht im Fleisch Christi, der Satan befand. Würden wir sagen, dass Satan im Fleisch Christi war, dann wäre dies eine Ketzerei. Die Zeichnung auf Seite 50 zeigt den Bereich des Fleisches, in dem Satan nach Römer 7 als die personifizierte Sünde wohnte. In unserem Fleisch ist Begierde, und diese Begierde hängt mit dem Satan in unserem Fleisch zusammen.
Galater 5. Unser Fleisch ist ein sündiges Fleisch, weil es vom Mann und von der Frau stammt. Das Fleisch Jesu jedoch stammt nur von der Frau ab, nicht vom Mann. Deshalb ist sein Fleisch nicht sündig. Immer und immer wieder hat Satan versucht, in das Fleisch Jesu einzudringen, doch es gelang ihm nicht. Der Geist hat Jesus sogar in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Satan versuchte dreimal ins Fleisch Jesu einzudringen, doch er kam nicht durch. Christus hat sich mit dem sündigen Fleisch verbunden, war jedoch ohne Sünde. Er hat die Sünde weggenommen, das göttliche Leben befreit und Satan vernichtet. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Als der Mensch Jesus am Kreuz getötet wurde, geschah es mit dem Vater und durch den Geist. Ich gebe euch ein Beispiel. Jemand kann mir die Jacke wegnehmen, die ich trage, aber meine innere Natur kann er nicht wegnehmen. Die innere Natur Jesu war die Natur des Menschensohnes und zugleich auch die Natur des Gottessohnes. Er ist am Kreuz als der Sohn des Menschen und als der Sohn Gottes gestorben. Wenn ein Deutscher einen japanischen Kimono anzieht, macht ihn das durchaus nicht zu einem Japaner. Er ist nach wie vor ein Deutscher. Der Essenz nach ist er ein Deutscher, doch in Anführungs- und Schlusszeichen ökonomisch trägt er japanische Kleider. Jesus wurde essentiell als Sohn Gottes geboren, weil er vom Geist Gottes empfangen wurde. Nichts kann etwas an seiner essentiellen Natur ändern. Als Jesus am Kreuz starb, gab es ökonomisch gesehen eine Veränderung, nicht aber nach der Essenz. Bei seiner Taufe kam Gott auf ihn herab und am Kreuz verließ er ihn. Aber dieses ökonomische Kommen und dieses ökonomische Verlassen ändert nichts an seiner Essenz. Als Jesus am Kreuz starb, war es Gott, der dort starb. Sein Menschsein qualifizierte ihn für uns zu sterben und seine Göttlichkeit sicherte die ewige Wirksamkeit seines Todes. Daher hat sein Tod eine ewige Erlösung erworben durch das Blut des Sohnes Gottes und durch den ewigen Geist. Sein Tod war nicht nur ein menschlicher Tod, sondern auch ein göttlicher Tod. Dies war der Tod des Vaters, des Sohnes, des Geistes und des Menschen. Es ist wichtig, dass wir diesen Tod schätzen, weil er ein großes Erbteil für uns ist, ein großes Vermächtnis des Neuen Testaments. Dem Tod folgt die Auferstehung. Petrus, Jakobus und Johannes schätzten den Herrn als Weizenkorn. Jesus hat gesagt, er sei das Weizenkorn. Johannes 12, Vers 24. Weil das Weizenkorn Leben besitzt, stirbt es und dieser Tod befreit das Leben in Auferstehung. Wenn etwas stirbt, ist damit bewiesen, dass es Leben hat. Ein Stuhl oder eine Statue können nicht sterben, weil beide kein Leben besitzen. Doch ein Weizenkorn hat Leben. Als Christus am Kreuz starb, war der Teil seiner Person, der starb, sein menschlicher Leib. Die göttliche Essenz befand sich nicht in seinem Leib, sondern in seinem Geist. Als er ans Kreuz geschlagen wurde, erlitt sein ganzes Sein den Tod, aber nur sein Leib starb, nicht sein Geist. Sein Geist ging nur leidend durch den Tod hindurch. Genau genommen ist sein Geist niemals gestorben. Seine göttliche Natur war in seiner menschlichen Natur versteckt.
Dieses verborgene Gottsein musste durch die Auferstehung sichtbar gemacht werden. Als Jesus von der Jungfrau geboren wurde, wurde er zum Sohn des Menschen. Galater 4, Vers 4. Hingegen in seiner Auferstehung wurde er von Gott geboren als der erstgeborene Sohn Gottes unter vielen Brüdern. Als er als der Sohn des Menschen geboren wurde, machte ihn das zum Erstgeborenen der ganzen Schöpfung. Kolosser 1. Und das zweite Mal wurde er als Sohn Gottes geboren und dies machte ihn zum Erstgeborenen von den Toten. Kolosser 1, Vers 18. Er wurde zum Geist, der lebendig macht oder zum lebengebenden Geist und befindet sich nun essentiell in seinen Jüngern. Und der Geist der Kraft ist ökonomisch auf seinen Jüngern. Die meisten Bibelausleger lehren, der Geist sei nicht vor dem Tag der Pfingsten gekommen. In Wirklichkeit jedoch kam der Geist bereits schon am Tag der Auferstehung. Johannes 20. Er kam auf geheime Weise als Leben dargestellt durch den Atem des auferstandenen Christus. Der auferstandene pneumatische Christus kam heimlich bei Nacht zu seinen Jüngern an einen Ort, der für andere nicht zugänglich war, und blies sich in die Jünger hinein. Wenn wir atmen, dann sieht niemand, was wir atmen. Der Atem ist etwas Geheimes und doch so wirklich. Im letzten Jahrhundert haben die Lehrer unter den Brüdern in England die beiden Aspekte des Geistes zu einem gewissen Grad erkannt. Sie haben den Geist des Auferstehungstages, den innewohnenden Geist genannt, und den Geist des Pfingsttages, den Mantelgeist. Der Mantelgeist ist der Geist als die äußere Bekleidung, als die Uniform. Das Wort bekleidet erinnert an den Mantel Elias, der ein Symbol für die Kraft des Geistes war. 2. Könige 2. Im Hinblick auf unser Leben ist der Geist der Atem. Im Hinblick auf die Kraft ist er der Wind und im Hinblick auf Gottes Vorangehen ist er das Feuer. Durch den Geist wurden wir Gläubige in das Reich Gottes hineinversetzt und genießen einen Vorgeschmack des zukünftigen Zeitalters. Daher können wir auch in neuen Zungen reden, die uns vereinen. Wir können Dämonen austreiben, die uns anerkennen und sich vor uns fürchten. Wir können den Tod überwinden, Krankheiten heilen und alle Probleme lösen. Dies ist der Vorgeschmack des zukünftigen Zeitalters. Durch das Reden in neuen Zungen wird das Problem der Nationen gelöst, welches in Babel entstanden war und die ganze Menschheit spaltete. Durch die neuen Zungen wird die Einheit der Menschheit wiederhergestellt. Der aufgefahrene Christus wirkt durch seine Kraft und Autorität das echte Zungenreden, um dadurch der Zerspaltenheit der Menschheit entgegenzuwirken. Es geht um die innere Wirklichkeit, nicht um Wunder. Der Herr hat sich wundersüchtigen Menschen nicht anvertraut. Durch zu viele Wunderheilungen werden die Menschen nur vom inneren Leben abgelenkt. Johannes 2. Plero bedeutet innerlich erfüllt zu werden und Pleto bedeutet äußerlich erfüllt zu werden. Wenn Wasser ein Taufbecken füllt, so ist es innerlich gefüllt. Plero. Wenn die Menschen, die getauft werden, ins Wasser hineingehen, so füllt sie das Wasser äußerlich. Dies bedeutet es, äußerlich erfüllt zu werden. Pleto. Der Ausdruck Geist des Lebens finden wir im ganzen Neuen Testament nur ein einziges Mal. Römer 8, Vers 2. Der Geist des Lebens ist der Geist Gottes, der in den Gläubigen wohnt. Römer 8, Vers 9. Der Geist Christi
Ebenfalls Römer 8, Vers 9, ist das Unterpfand dafür, dass wir Christus gehören. Der Geist Gottes und der Geist Christi sind austauschbare Begriffe. Doch der Geist Gottes im Neuen Testament unterscheidet sich vom Geist Gottes, der über den Wassern brütet im Alten Testament, denn der Geist Gottes im Neuen Testament hat den Prozess der Fleischwerdung, des menschlichen Lebens, der Kreuzigung, der Auferstehung und der Auffahrt durchlaufen. Im zweiten Korintherbrief ist der umwandelnde Geist, der uns salbt. Salben bedeutet, dass mehr Elemente aufgetragen werden. Die Versteinerung von Holz ist ein gutes Beispiel für die Umwandlung. Wenn fließendes Wasser durch ein Stück Treibholz strömt, schwemmt es die alten Elemente hinaus und fügt neue Elemente, Mineralien hinzu. Schließlich besteht die ganze Zellstruktur des Holzes nur noch aus Mineralien. Genauso wandelt uns auch der Geist um, indem er mehr und mehr göttliche Elemente in unser Sein hineingibt. Auch bei der Versiegelung geht es darum, dass einige Elemente in uns hineingegeben werden, also wie wenn ein Dokument mit einem Stempel versiegelt wird und die Siegelfarbe das Papier durchdringt. Der Heilige Geist, der umwandelnde Geist, versiegelt uns beständig. Sein Versiegeln hinterlässt ein Zeichen auf uns, an dem die Menschen etwas ablesen können. Das Unterpfand des Geistes ist der Geist selbst als eine Kostprobe, ein Vorgeschmack. Indem die Gläubigen gesalbt und versiegelt werden und der Geist ihnen das Unterpfand gibt, empfangen sie mehr und mehr von den göttlichen Elementen in ihr Sein hinein. In dem einen Geist haben wir durch Christus Zugang zum Vater. Der Vater stärkt uns durch den Geist in unserem inneren Menschen. Paulus ermutigte die Glieder des Leibes, die Einheit des Geistes zu halten. Epheser 4. Daraufhin erwähnt er einen besonderen Ausdruck, nämlich die reiche Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Philipper 1. Nach der Kreuzigung und der Auferstehung ist der Geist Gottes nun der Geist Jesu Christi. Der Geist Jesu in der Apostelgeschichte 16 umfasst Jesu Fleischwerdung, sein Menschsein, seine Leiden und seine Kreuzigung. Hingegen beinhaltet der Geist Christi in Römer 8 Christi Gottsein, seinen Sieg über den Tod, seine Auferstehung und die Kraft seiner Auferstehung. Und heute ist der Geist Jesu Christi der allumfassende, verarbeitete, bereicherte, lebendig machende und innewohnende Geist. Mit ihm haben wir die reiche Versorgung. Brauchst du etwas? Alles, was du brauchst, ist er. Er ist der reiche Geist Jesu Christi. Der Geist ist die Quelle, das Element und die Sphäre der Liebe der Gläubigen zu allen Heiligen in Christus, dem Haupt. In Kolosser 1, Vers 4 steht das griechische Wort Pan. Es bedeutet alles einschließend. Wenn wir Christus als das Haupt des Leibes erfahren wollen, brauchen wir Liebe zu allen Heiligen. Der Geist ist die Quelle der Liebe zu allen Heiligen. Im 1. Thessalonicher sehen wir, dass ein Apostel das Evangelium nicht nur in Worten, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist predigte und dass Gott den Gläubigen den Geist zu ihrer Heiligung gab. Diese Heiligung ist im Geist. In der Heiligung des Geistes werden wir errettet? 2. Thessalonicher 2. Es ist der Geist, der die Sichtbarwerdung Gottes im Fleisch rechtfertigt. 1. Timotheus 3. Nur wenn wir im allumfassenden Geist leben, erfahren wir die Rechtfertigung und Bestätigung dessen,
dass Gott in uns, also in der Gemeinde, sichtbar gemacht wird. Es ist der Geist in den Gläubigen, der in ihnen das köstliche, anvertraute Gut bewahrt. Handeln, wandeln, verhalten und leben wir im Geist, so wird alles, was in unserem Sein hinterlegt wurde, bewahrt bleiben. Doch außerhalb vom Geist, wenn wir nach dem Fleisch und nach unserem Verstand wandeln, sind wir augenblicklich den Nationen gleich und von Gott fern. In diesem Fall wird das anvertraute Gut in uns nicht bewahrt. Es ist wichtig, dass wir das köstliche, anvertraute Gut durch den Geist bewahren. Zum Schluss wird uns gesagt, dass Gott uns durch das Wasserbad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung im Heiligen Geist gerettet hat. Titus 3. Täglich ist der Geist dabei, uns zu erneuern und zu einem neuen Menschen zu machen, der das göttliche Leben besitzt. Das sehen wir auch im Hebräer 2, wo uns gesagt wird, dass Gott eine so große Errettung durch die Austeilung des Heiligen Geistes bezeugte. Wir Gläubigen sind Teilhaber des Heiligen Geistes geworden. Hebräer 6. Dieser Geist ist der ewige Geist und er ist auch der Geist der Gnade. Hebräer 10. Alle, die an Christus glauben, wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi auserwählt. 1. Petrus 1. Dass wir an Christus glauben, ist daher das Ergebnis des Heiligungswerkes des Geistes. Der neutestamentliche Geist Christi wirkte schon im Alten Testament. Er half den Propheten des Alten Testaments, die Zeit zu erforschen, in der Christus sterben und auferstehen würde. In konstitutioneller Hinsicht war er noch nicht im Alten Testament. Doch in funktioneller Hinsicht war er bereits schon da er ewig ist in seiner Funktion. Der Geist der Herrlichkeit, also der Geist Gottes, ruht auf den leidenden Gläubigen, den Märtyrern. 1. Petrus 4. Ein Märtyrer ist nicht bejammernswert und voller Selbstmitleid, sondern voller Herrlichkeit, denn der Geist der Herrlichkeit ruht auf ihm. Die Gläubigen haben den salbenden Geist von dem Heiligen empfangen. 1. Johannes 2. Durch die Salbung ist es möglich, im Herrn zu bleiben. Die Salbung ist vergleichbar mit einem Schalter, mit dem wir das Licht einschalten können. Judas forderte uns auf, im Heiligen Geist zu beten, damit wir im dreieinen Gott bewahrt werden. Es ist wichtig, dass wir uns in der Liebe Gottes bewahren, indem wir uns in unserem heiligsten Glauben aufbauen und im Heiligen Geist beten. Der Essenz nach ist Gott der Sohn, einfach der Sohn, aber in Gottes Ökonomie ist er Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Fürst über die Könige der Erde, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern seinem Gott und Vater und der, der kommt, um Gottes endgültige Herrschaft auszuüben. Gott ist in 2. Mose der große Ich Bin. Zweifellos ist damit nur die Existenz Gottes gemeint. Wenn er hingegen als der bezeichnet wird, der ist und der war und der kommt, so weist dies auf sein Tun hin, also auf die Ökonomie Gottes. Was Gottes Essenz betrifft, kommt der Vater zuerst, danach der Sohn und als drittes der Geist. Was jedoch Gottes Ökonomie anbelangt, kommt der Geist vor Gott, dem Sohn, denn die sieben Geister Gottes werden an zweiter Stelle aufgeführt, statt an der dritten. Dies zeigt,
wie wichtig die verstärkte Funktion des siebenfachen Geistes Gottes ist. In Offenbarung 1, Vers 2 steht vom Zeugnis Jesu Christi. Das Wort Zeugnis beschreibt, was die Person tut, ihr Werk, und das Wort Zeuge bezeichnet die Person. Jesus ist der Zeuge und sein Zeugnis ist die Gemeinde. Bei den sieben Sendschreiben spricht am Anfang immer der Herr und am Schluss der Geist. Dies zeigt, dass der Sprecher Christus und der Geist eins sind. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus hält Christus sieben Sterne in seiner rechten Hand. Er hält die Brüder, die die Gemeinden als die Boten leiten, in seiner Hand. Er hält alle Leitenden der Gemeinden. Es ist jedoch gut möglich, dass manche sogenannten Gemeindeleiter nicht von ihm gehalten werden, da er nur die hält, die er auch anerkennt. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna stellte sich der Herr als der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, vor. Das bedeutet, er ändert sich niemals. Nichts kann ihn ändern, auch wenn man ihn tötet, lebt er wieder. Diese Vision stärkt die Verfolgten, so dass sie in ihren Leiden festbleiben können. Die Gemeinde in Thyatira betrachtete Jesus als den Sohn Marias. Sie ist ein Bild auf die babylonische Gemeinde. Der Herr stellte sich ihr vor als der Sohn Gottes. In der Gemeinde Philadelphia bleibt die Tür offen und niemand schließt zu. Wie viel Opposition wir auch erfahren mögen, die Türen öffnen sich immer mehr und der Schlüssel befindet sich in der Hand des Herrn. Halleluja für diese göttliche Tatsache! Die Überwinder der Gemeinde in Pergamon erhalten Christus als das verborgene Manna und als einen weißen Stein für den Aufbau. Die Farbe weiß bedeutet in der Bibel Rechtfertigung und Annahme. Du wirst ein Stein sein, den Gott annimmt und der in seinen prüfenden Augen völlig gerechtfertigt ist. Dieser Stein dient dem Aufbau. Das Lamm hat sieben Augen. Bei allem, was wir tun, brauchen wir die Augen. Daher ist das ein ökonomischer Aspekt. Augen brennen, prüfen und reinigen als Feuerflammen. Das Brennen der sieben Geister lenkt die Weltsituation. Die internationalen Angelegenheiten liegen weder in der Hand der Diplomaten noch in der Hand der Vereinigten Staaten. Der Ort der Entscheidung ist der Thron Gottes. Als Hitler im Zweiten Weltkrieg Belgien einnahm, hätte er direkt in England einfallen können. England war darauf nicht vorbereitet. So wäre es für Hitler leicht gewesen, England einzunehmen. Er fasste jedoch den Entschluss, umzukehren und Russland anzugreifen. Das Feuer der sieben Geister wandte ihn zu jener Zeit von England ab. Im Geschichtsunterricht lernten wir, dass Hitler damit einen großen Fehler beging. Doch tat er dies unter der souveränen Herrschaft der sieben brennenden Geister, die vor Gottes Thron sind. Sei nicht besorgt über die Weltsituation oder dass die örtlichen Gemeinden schwach sind. Glaube an das Feuer der sieben brennenden Geister, die die Welt beherrschen und lenken und die auch die Gemeinde richten, reinigen und läutern, damit ein reiner goldener Leuchter entsteht.
Am Anfang der Offenbarung sind die sieben Geister die sieben Feuerfackeln und schließlich am Ende der Offenbarung, Kapitel 22, werden die sieben Geister zum Strom des Wassers. Der Geist als das Feuer läutert und reinigt und als das Wasser durchtränkt und versorgt er die heilige Stadt Gottes, das neue Jerusalem. Der Leuchter in Sacharja 4 bezeichnet nicht Christus, sondern ist ein Bild auf die Kinder Israel. Die Kinder Israel sollten ein Leuchter sein, der Gott ausstrahlt. Vor 40 Jahren schrie eine ältere Schwester zum Herrn und betete sehr aufrichtig. Sie klagte darüber, dass die Gemeinde so schwach war und einen großen Mangel aufwies. Nach ihrem Gebet zu schließen, war die Gemeinde in Shanghai aus Lehm. Kaum hatte sie aufgehört, betete Bruder Nie mit Lob für die Gemeinde und lobte den Herrn dafür, dass die Gemeinde wunderbar ist. Er zitierte Biliams Gebet in Bezug auf Israel. 4. Mose 23, wo er erklärte, dass Gott keine Ungerechtigkeit in Jakob erblickte und kein Unrecht in Israel sah. Über Israel sagte er, die, die dich segnen, sind gesegnet und die, die dich verfluchen, sind verflucht. Das eine Gebet war aus menschlicher Sicht gesehen richtig, und das andere Gebet war aus dem himmlischen Blickwinkel betrachtet richtig. Sei über unser Wachstum im Leben nicht enttäuscht. Gott weiß, dass in dir und in mir schon eine bestimmte Menge Gold vorhanden ist. 2. Korinther 4. Im 2. Mose war der Leuchter ein Bild auf Christus und im Buch der Offenbarung sind die Leuchter ein Bild auf die Gemeinden. Folglich sind die Leuchter als die örtlichen Gemeinden die Vermehrung jenes einen Leuchters. Gott ist Geist, Johannes 4. Doch in der Vorstellung von vielen bedeutet den Geist anzubeten, dass man sich vor Gott niederbeugt. Doch du brauchst dich vor dem lebendigen Wasser nicht niederzuknien, um mit dem Wasser in Verbindung zu kommen. Das wäre unlogisch. Das lebendige Wasser ist dazu da, dass wir es trinken. Nur wenn wir beständig die göttliche Substanz in uns aufnehmen und unserem Sein hinzufügen, kann Christus in uns wachsen. Die Schrift ist nützlich zur Lehre, doch eine gesunde Lehre beinhaltet Leben und düngt und bewässert, damit das Leben wachsen kann. 2. Timotheus 3. Jetzt betrachten wir das neue Jerusalem. Viele Christen widmen den letzten beiden Kapiteln der Bibel wenig Aufmerksamkeit, da sie diese für einen Bericht über den himmlischen Palast halten. Die Schriften zweier Brüder halfen und öffneten eine kleine Tür oder ein kleines Fenster als Einblick in die eigentliche Bedeutung des neuen Jerusalems. In einigen Liedern von Gerhard Terstegen erkannten wir ein tieferes Verständnis über das neue Jerusalem. Auch Bruder T. Austin Sparks schrieb etwas über dessen geistliche und göttliche Bedeutung. Jerusalem bedeutet Fundament des Friedens. Das neue Jerusalem kann niemals materiell sein, weil der Tempel dieser Stadt der dreieine Gott ist. Kann eine materielle Stadt das göttliche Element enthalten? Kann sie eine Mutter sein? Galater 4, Vers 26. Eine materielle Stadt kann keine Mutter sein, die Kinder hervorbringt. Das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem, das Jerusalem droben, ist unsere Mutter und sie ist der neue Bund der Gnade, der uns als Kinder der Freiheit hervorgebracht hat. Es gibt drei Arten von Materialien für Gottes Bauwerk. Über diese Materialien steht geschrieben in 1. Mose,
1. Korinther und in der Offenbarung. An erster Stelle steht das Gold und an letzter Stelle die Edelsteine. Dazwischen sehen wir im 1. Mose das Bedolachharz, im 1. Korinther das Silber und in der Offenbarung die Perlen. Bedolachharz ist ein Produkt des Pflanzenlebens. Dies zeigt, dass es zu jenem Zeitpunkt noch keine Erlösung brauchte. Die Perle ist aus der Muschel, also vom Tierleben. Sie ist ein Bild für das, was Christus in seinem Erlösungswerk mit seinem Lebenssekret hervorgebracht hat. Und diese Perlen bilden den Eingang zum Bauwerk Gottes. Das Silber steht auch für die Erlösung. Das Gold steht für die göttliche Natur. Im 2. Petrus 1 steht, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind. Als ein Gläubiger bist du ein, in Anführungs- und Schlusszeichen, goldener, kein, in Anführungs- und Schlusszeichen, lehmiger Mensch. Kannst du dir vorstellen, dass ein, in Anführungs- und Schlusszeichen, goldener Ehemann mit seiner Frau streiten würde? Gold ist unveränderlich. Es bleibt dasselbe. Gold ist bis in Ewigkeit die Grundlage für den Aufbau von Gottes Wohnstätte. Es gibt einen Unterschied zwischen Göttlichkeit und der Gottheit. Göttlichkeit in Römer 1, Vers 20 bedeutet, was Gott kennzeichnet. Die Natur eines Möbelstücks zum Beispiel ist Holz und dessen Maserung kennzeichnet seine Natur. Nach Römer 1, Vers 20 weiß die Schöpfung nur die Kennzeichen, den Ausdruck der göttlichen Natur Gottes auf. Die Natur Gottes selbst jedoch ist in der Schöpfung nicht zu sehen. Einige Bibelübersetzer geben Göttlichkeit fälschlicherweise mit göttlicher Natur wieder und die Luther-Übersetzung verwendet das Wort Gottheit. In Kolosser 2, Vers 9 steht, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Das Wort Gottheit bezieht sich auf Gottes Person. Die Schöpfung lässt nur die typischen Kennzeichen Gottes erkennen, nicht aber seine Person. Doch Christus als die Verkörperung Gottes macht die Gottheit, Gottes Person, deutlich und zeigt sie leibhaftig in ihrer ganzen Fülle. Wenn es nur heißt, dass wir an Gott teilhaben, ist das zu allgemein. Es ist viel genauer, wenn wir sagen, dass wir an der göttlichen Natur teilhaben. Gott hat den Gläubigen die kostbaren und allergrößten Verheißungen gegeben, damit die Gläubigen die göttliche Natur entwickeln und dadurch an ihr teilhaben und sie genießen können. 2. Petrus 1. Wir haben alle den Glauben empfangen und können nun die Tugenden entwickeln. Der Glaube ist die Wahrnehmung der Substanz der Wahrheit. Hebräer 11, Vers 1. Und in der Wahrnehmung der Wirklichkeit des göttlichen Samens können wir die Tugenden entwickeln. Wenn du den Herrn berührst, dann spürst du, wie dich innerlich etwas mit Energie versorgt, etwas in dir wach wird und in dir aufsteht. Das ist die Tugend, die Lebenskraft. Durch die Berührung mit dem Herrn wird dir bewusst, dass du dir Schranken setzen musst. Du erkennst, wie ungezügelt und uneingeschränkt du insbesondere im Hinblick auf deine Leidenschaften, Wünsche, Lüste und dein Selbst bist. Indem du dir nun Schranken setzt, beherrschst du dein Selbst. Das ist eine Mäßigung. Danach entwickelst du von der Selbstbeherrschung ausgehend Ausdauer. Selbstbeherrschung zu besitzen bedeutet, uns selbst in Zucht zu nehmen, und Ausdauer zu besitzen bedeutet, dass wir andere und die Umstände geduldig ertragen. Ohne eine Berührung mit dem Herrn
bist du ungezügelt und uneingeschränkt in dem, was du tust, und du kannst nichts und niemanden ertragen. Du hältst vielleicht sogar die ganze Erde für deine Welt und dein Reich und wirst auf jeden böse. Bleibst du dagegen in der Gemeinschaft mit dem Herrn, so entwickelt sich die göttliche Natur in dir und du nimmst dich in Zucht, tolerierst andere und erträgst jede Umgebung. In der Ausdauer wird die göttliche Lebensweise, die Göttlichkeit entwickelt. Die Entwicklung der göttlichen Natur in dir macht dich unwillkürlich zu einem Menschen, der Gott gleicht und Gott zum Ausdruck bringt. Die göttliche Natur entwickelt sich weiter zu einer Liebe für die Geschwister und schließlich sogar zu einer edleren Liebe, nämlich, dass wir unsere Feinde lieben können. Paulus geht in seinen Briefen nicht so sehr auf die göttliche Natur ein, doch er betonte das innere Gesetz des Lebens, das uns frei gemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2. Er schrieb seine Briefe nicht nur aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, sondern auch gemäß der göttlichen Offenbarung, und dazu war eine höhere Ausbildung nötig, die er bei Gamaliel erhielt. Hingegen hatten Petrus und Johannes keine hohe Ausbildung, und was sie schrieben, beruhte hauptsächlich auf ihren Erfahrungen. Wenn wir die göttliche Natur genießen, genießen wir Gott hauptsächlich als Geist, Liebe und Licht, da dies die drei Hauptbestandteile der göttlichen Natur sind. Wenn wir den Geist berühren, berühren wir Gott als die überragende, edlere und höhere Liebe. Das führt dazu, dass wir anders werden und uns von anderen unterscheiden. Wir sind abgesondert und heilig. Die Liebe mündet in die Heiligkeit. Wenn wir Gott als Liebe genießen, werden wir sogar selbst zu Liebe, und dies wiederum hat Heiligkeit zur Folge. Heiligkeit ist der Ausdruck. Wir sind ein heiliges und ein, in Anführungs- und Schlusszeichen, goldenes Volk. Wenn wir Gott als Licht genießen, verhalten wir uns gerecht? Nochmals. Die Liebe führt zur Heiligkeit und das Licht führt zur Gerechtigkeit. Die Wunde der Muschel ist eine innere, von einem kleinen Steinchen hervorgerufene Wunde. Dieses kleine Steinchen kann in der Wunde, oder man könnte auch sagen, im Tod bleiben. Ebenso können auch wir in Christi Tod bleiben. Solange wir in der Wunde bleiben, können wir das Herausfließen des Auferstehungslebens genießen. Die Muschel ist ein Bild auf den wunderbaren Christus. Er ist der Einzige, der im Todeswasser zu leben vermag, und er umhüllt uns mit seinem Lebenssaft. Welch Barmherzigkeit! Wir haben ihn verwundet, doch er lässt uns nicht los. Er möchte uns in seinem Tod gefangen halten, damit wir seine Leben ausgießende Auferstehung genießen können. So werden wir zur wunderschönen Perle. Das bedeutet, unsere Erfahrung des Todes und der Auferstehung des Herrn wird zu unserem Eingang ins neue Jerusalem, denn die Tore waren aus einer Perle. Die Stadt ist viereckig angelegt. Offenbarung 21. Das bedeutet, dass sie vollkommen und vollständig ist, völlig gerade, ohne irgendwelche schiefe Ebenen oder Kompromisse. Alle Regierungen auf der Erde sind heute voller Fehler, voreingenommen und unehrlich. Doch Gottes ewige göttliche Verwaltung ist vollkommen und vollständig. Es gibt viele kompromissbereite Politiker in der Regierung der Welt, doch in der Gemeinde ist es wichtig, dass wir lernen, keine Kompromisse einzugehen. Wenn wir in der Gemeinde Ja sagen, meinen wir Ja, und wenn wir Nein sagen, meinen wir Nein. 2. Korinther 1. Es gibt keine Grauzonen. Die heilige Stadt ist keine runde, sondern eine viereckige Stadt.
Rund bedeutet, dass man Kompromisse eingeht. Es ist wichtig, dass jeder von uns viereckig ist, das heißt aufrichtig, direkt und offenherzig. Das Licht in der Stadt, die Lampe ist das Lamm. Offenbarung 21. Im Vergleich mit einer Glühbirne können wir sagen, dass der Vater das Licht, Christus die Glühbirne und der Geist die Elektrizität ist. Wäre der Strom nicht in einer Glühbirne, würdest du getötet werden, wenn du den Strom berührst. Ebenso würde Gottes Erscheinen uns alle, in Anführungs- und Schlusszeichen, töten, wenn das Lamm nicht die Lampe wäre. Doch das göttliche Licht scheint durch unseren Erlöser. Dieses Licht ist für uns so liebenswert und berührbar geworden. Ja, wir wandeln sogar in diesem Licht. Die Lampe hat einen Ständer und dieser Ständer ist das neue Jerusalem. Im Licht dieser Stadt können die Nationen leben. Der Vater auf dem Thron im neuen Jerusalem ist die Quelle des Lebens. Der Geist fließt als der Strom aus dem Vater heraus und der Sohn wächst als der Baum des Lebens im Geist, um die ganze Stadt mit Leben zu versorgen. Es ist ein großer Brunnen, der aus dieser Quelle hervorkommt. Der Jordan fließt aus diesem Brunnen heraus. Der Jordan entspringt in diesem Brunnen und der Brunnen kommt aus der Quelle heraus. Wenn wir uns unter den Thron stellen, können wir das fließende Leben genießen. Daher ist es wichtig, dass wir eine Zeit mit Gott dem Vater haben, der die Quelle des Lebens ist. Übe dich, bis es dir immer besser gelingt, an einer festgesetzten Zeit in der Gemeinschaft mit dem Vater zu bleiben, auch wenn noch vieles unerledigt ist. Wir leben mit dem Vater als der Quelle, wir leben mit dem Sohn als die Lebensversorgung, denn er ist der Baum des Lebens, und wir leben mit dem Geist, indem wir rufen, O Herr Jesus Christus, und den Herrn genießen. Der Vater ist die Quelle des Lebens, der Sohn ist das Leben, und der Geist ist der Geist des Lebens. Das Elektrizitätswerk ist die Quelle für die Elektrizität und die Elektrizität selbst ist die Elektrizität. Wollen wir jedoch die Elektrizität anwenden, so muss die Elektrizität als elektrischer Strom fließen. Bildlich gesprochen kann gesagt werden, dass der Vater das Elektrizitätswerk ist, der Sohn die Elektrizität und der Geist der elektrische Strom. Wenn sich das Leben bewegt, ist es der Geist des Lebens und er versorgt uns mit dem dreieinen Gott, damit das ganze Gemeindeleben ernährt wird. The Spirit.
with the power of life to energize our inner man, imparting Christ as strength divine. He moves within us for God's plan. Christ is